Aus dem Hotel sind wir mittlerweile raus. Wir sind jetzt hier im Shinkansen nach Tokio. So ungefähr sieht das da draußen aus, so ein Shinkansen von der Seite. Jetzt doch mal, ich glaube, 2 Stunden fahren. Die Kamera ist gerettet. Ja, was war denn das Problem? Das ist jetzt mittlerweile unser 3. Tag in Tokio. Aufgenommen habe ich bis jetzt eigentlich noch nichts. Da gab es ein paar Probleme mit dem Hotel. Deswegen war ich ein bisschen abgefuckt und habe weniger aufgenommen. Die anderen beiden schon hier. Und wir wollen jetzt da hoch auf den Tokyo Tower. Ich weiß nicht, ob man das sieht wegen der Sonne. Aber da wollen wir hoch. Auf geht's. Paris, okay. The first tree arrive on the 150 meter high main deck, yes. And turn the left side, there is a gate of top deck tour. We have to change elevator. Okay. You can follow this mark. Okay, okay. Yeah, thank you. And this is the symbol of radio tower on the map. Yes. W-I-O-V-O is today's greetings. Like we say hello, konnichiwa, and today we say V-O. Okay. Ja, ご案内いたします. Sammeln Sie mal ご案内. Echt? Ja, ich muss ja Bio. Bio. Heute grüßen wir. Ja. Willst du so ein Handy bekommen? Zeig mal. So ein Audio-Guide. Auch auf Deutsch. Voll geil. Die Handys dürfen behalten. Die behalten nicht. Die waren im Preis mit inbegriffen. Sie haben uns hier gesagt, wir sollen anstatt Hallo oder Konnichiwa oder Hello, sollen wir wie machen zur Begrüßung? Vio. Vio. Das ist eine deutsche Wassermarke, aber egal. Das ist Schleichwerbung. Das ist Schleichwerbung. Wir haben jeden Tag einen anderen Spruch, ne, drauf. Das hier ist noch lange nicht die Spitze. Wir sind auf der obersten Ebene in meiner Eierbrücke. Also ganz ehrlich, ich fühle mich hier oben wohl. Und ihr? So geht das wirklich aus. Die Fahrstuhlfahrt, weil es so eng war. Du konntest genau runterschauen, ne? Dazwischen in der Fahrstuhlfahrt. Die beiden Jungs machen gerade eine kleine Fotosession. Meinst du das? Für WhatsApp-Profilbilder. So? Sein Bild. Für sein WhatsApp-Profilbild. Und diese Bilder sind hier entstanden auf dem Tokyo Tower. Ja. Ein bisschen scheiße. Das ist die Aussicht. Zeig den Leuten doch einfach dein Bild. Die können kommentieren. Ich kann ja mal einmal gut rumgehen. Also hier innerhalb des Turms ist viel verspiegelt. Entweder mit normalen Spiegeln oder halt mit diesen, ich nenne sie einfach mal Kaleidoskop-Spiegeln, keine Ahnung. Aber die Aussicht hier, die ist der Wahnsinn. Mal gucken, wo war der Tokyo Sky Tree? Ich glaube, der war da hinten. Ich weiß nicht, ob man den erkennen kann. Wo? Da hinten irgendwo. Irgendwo da hinten. Ansonsten zeige ich euch mal kurz unser Hotel. Das kann man nämlich auch von hier aus sehen. So, wo ist es? Hier. Da hinten, das kleine weiße Gebäude, das ist unser Hotel. Und wir haben direkt Blick auf diese Seite mit der Brücke, ich kann es auf dem Display hier gerade nicht erkennen. Da circa irgendwo. Da müsste die, also da ist dann die Rainbow Bridge, so heißt sie. Aber die Aussicht von hier oben ist einfach nur der Wahnsinn.
Aber ganz kurz den anderen. Nein, das hat Spaß. Und? Was sagt ihr dazu, zur Aussicht? Nice. Zur Höhe? Ich hab schon nice. Es ist geil. Es geht jetzt Richtung Skydeck. Oder Skywalk, das ist Skywalk. Viel Spaß, Mario. Das sieht schon gut aus. Mitkommen, los! Ja, ich will diesen Platz haben. Ticket. Wir wollen nur durch den Skywalk. Ich kann es dir mal an der Apfel zeigen. Das hier, das erwartet uns jetzt. Der Skywalk. Wo? Hier ist es! Hab's gefunden! Hab's gefunden! Los, komm! Scheiße! Fuck! Er freut sich wie ein Kleinkind. Ja. Das hier ist Tokyo Tower One Piece. One Piece Theme Park, ja? Ja, One Piece Theme Park. Kannst du mal die Karte zeigen? Was es alles gibt? Guide Map, Coverseite. Soll es eine Show geben? Ne, hier. Ein Restaurant. Die Floors. Und ich freue mich eigentlich schon auf das Essen. Der Rest ist egal. Genau. Ne, wird interessant. Mal gucken, was das ja, ist. Ja, mal gucken, was, da, was uns alles erwartet. Ey, da unten ist Laboon. Das ist eine Spielothek, da muss ich hin. Tsunami. Nein, gar nicht gut, gar nicht gut. Scheiße. Aber ich habe am Anfang gar nichts getroffen, ne? Aber rein gar nichts. Boah, ich versucht habe, ich habe einmal das schwarze Knopf da drüber getroffen, ne? Okay. Das war so knapp. Ich habe gar nichts getroffen am Anfang. Achso, das war jetzt. Ich will gleich mit so einem Messer treffen hier. Glückwunsch! Ja. Okay, jetzt habe ich eine Suche gekriegt. Was kommt jetzt? Jetzt darfst du dich Suche kriegen nennen. Ich bin besser als Suche kriegen, ne? Woher ging er sofort beim ersten Mal getroffen? Du nicht! Schon ich muss mich erstmal einarbeiten. Ich habe noch nie mit so einem Ding geschossen, ja? Es war für uns alle. Es war für uns alle das erste Mal. Ich hab gesehen, wie scheiße du geschossen hast. Ich habe richtig schlecht geschossen. Was ist das denn? Ja, Sonji, was geht? Namis und Rollins. Durchsuch die Schränke, durchsuch die Schränke. Schatzkarte. Was? Was? Was denn? Oh mein Gott. Ich will draußen. Alle wollen spannen. Alle wollen spannen. Das ist Nami? Ja. Ich glaube. Wie erbärmlich sieht das aus hier? Willst du durch am Bett zergaffen? Aua.
Also jeder, der sich hier in Tokio mal rumtreibt, den Tokyo Tower muss man auf jeden Fall besuchen. Und heute. Ein dickes Portemonnaie sollte man auch besitzen. Heute, das ist nicht gerade billig. Also die Papis da oben, wie viel hat die gekostet? 3.000, glaube ich? Ja, 2.900. Irgendwie so 2.000 bis 3.000 Yen. 2.900. Aber wenn man runtergeht, die ganzen Läden, die Souvenirstände, ja gut, da braucht man nicht drüber reden. Man läuft einen mit kostenlosen Fotos und dann sind das nur so Samples. Man muss dann für die richtigen Fotos muss man dann Fettgeld ausgeben. Ja. Und jetzt geht erstmal mit der Beute nach Hause. Juhu! Also, ich glaube, man kann ihn noch erkennen. Da hinten ist er, der Tokyo Tower. Laufen wir mal ein bisschen durch durch den Park. Folgt mir einfach mal. Da haben wir eine dicke Glocke. So eine dicke Glocke. Ja, das mache ich mich gerade auf. Wir werden gefilmt. Mit dem! Da hinten waren gerade, das war gerade eben heute Mittag, Umut und ich drin. Wir haben einen Buddha gefunden. Wir gehen überall rein. Super. Wir kommen überall rein. Genau. Also das Beten hat funktioniert, weil wir haben gerade eben schon ein paar Chicks geklärt. Nein, leider nicht. Nur geflirt. Disco ist auch nichts hier, ne? Ja. Die haben nicht mal sowas hier. Disco, was ist das? Ja, die haben Arcade-Läden. Ja? Die haben doch die Arcade-Läden. Das ist genau wie in der Disco. Ja, genau. Laut, dreckig und dann hässliche Leute, die da noch drin sind. Ich meine, nee, hässlich. Ich glaube wirklich, hier werden Leute geopfert. Also hier gibt es Feueropfer. Mit den Hexen verwandt? Ja. Das ist einer der Grundpfeiler im buddhistischen Glauben. Ist eine Hexe! Ah, ich klau dir deine Seele! Aber ey, von hier aus sieht das ja richtig geil aus. Ja. Ups, sorry. Was war nochmal? Das. Was hat Uwe mal gesagt? Das hier, wofür steht das nochmal? Vio, hallo und sowas. Das ist Radiofunk. Vio, ne? Vio. Ja. Oh Gott, das ist verboten, was du nach wie jetzt machen willst. Vio! Gegenwärtig, liebe Grüße. Oh Gott, das ist verboten. Ey, Uwe, kannst du das mal gerade halten? Dann mach ich mal gerade ein Foto davon. Das sieht richtig geil aus. Klar kann ich das halten. Ich hoffe! Ich langweile mich hier sehr schnell, wenn ich fotografiere. Weil die 10.000 Jahre brauchen für ein Foto. Oder für 10, aber es ist trotzdem peinlich, wenn man so lange braucht. Hier sehen Sie ein wildes Mario mit einer Kamera. Ich bin da dabei, eine Eltern aufzunehmen und du machst das. Ja. So läuft das hier. Deswegen hasst der Mario mich. Wo sind meine Fächer? Leih mir das mal kurz aus. Ich will mir einfach meinen Fächer stehen. Du musst das sogar eh nicht. Leih mir das gerade bitte aus. Dankeschön. Ja, wir haben meinen Fächer geklaut. Oh, heiliger Christian. Ich meine, heiliger Jörg. Heiliger Kurito.
Furiso, das ist Japanisch für Chris. Und Jörg, das ist Deutsch für Chris. Weil Chris ist noch nicht deutsch genug. Nein, du heißt eigentlich Jörg. Sieht deine Zuschauer nicht an. Jörg. Ich mache einen kurzen Save, bevor ich jetzt irgendwie wieder einen falschen Knopf drücke und es nicht gespeichert wird. Also, wir sehen uns gleich. Nein, da warst du nicht mehr schon. So, da sind wir wieder. Gut, ich mache sie weg, oder? Ich bin 2 Meter weiter gelaufen seit dem letzten Cut. Ja. Legenden behaupten sogar 3 Meter. Ich möchte mir auch noch ein bisschen Luft. Du heiliger Chris. Schneller. Bete mich schneller. Du verlangst so viel von mir. Mach mal einfach kurz mit. Was? Ich möchte mir auch mal ein paar Sekunden zurück. Hab ich schon. Reicht. Verlangst du viel, James? Für ihn arbeitest du. Ich habe heute in Akihabara, wo ich in Akihabara, wo ich kurz war. Bitte formulier du das, wie du das aussprichst. Akihabara. Genau. Da war wieder so ein Mario Kart Rennen. Aber das sind wirklich, keine Ahnung, 12 Karts oder so, mit unterschiedlichen Kostümen, sind alle mir vorbeigebrannt. Das kann man die Scheiße sich ausleihen. Ich finde die Dinger so geil. Also ich auf der anderen Seite. Wollen wir nicht das jetzt wegbringen? Nein. Zeitsparen. Alter, Zeitsparen, wir haben Urlaub. Zeit kostet Geld. Wir müssen hier einen Stress entschieden und so fort. Und wir haben von beiden nichts. Okay. Jetzt werden wir entweder in den Supermarkt gehen oder was essen. Macht einer von euch seinen Arsch bereit? Was? Wir sind nicht Hand auf Blatt. Wir können es aber werden. Kommt los. Putzen! Ich glaube, Bizeps-Training können wir nächste Woche sein lassen. Achso, ja, warte. Ja, der Arsch auf seinem Arsch. Wir sind nicht Hand auf Blatt. Das ist leider nicht. Was? Was? Leider nicht. Wir müssen nach vorne die Treppe hoch. Wir sind jetzt kurz einkaufen gewesen. Und essen. Und essen. Alles okay? Ich bespuck deine Kamera. Okay. Ja, jetzt gehen wir nur noch am Pierplatz entlang nach Hause. Und dann war es das für heute auch schon wieder. Dann nur noch wichsen. Okay. Okay. Das ist jetzt so ein Running Gag Ding wie bei Rick, oder was soll man da sagen? Für seine Witze. Oh, ich bin. Er ist wieder weg. Wieder. Oh, das sieht auch gut aus hier. Ja. Und wieder weg. Nein, und wieder da. Das ist der Pier hinter unserem Hotel. Bei Nacht. Man sieht uns überhaupt nicht mehr auf dem Video, aber ja. Und das hier. Tokio bei Nacht.